Guys, komm langsam rein, langsam. Ich bin wirklich unbewaffnet. Was sind das für Klamotten, Mann? Wie siehst du denn aus, Mann? Du hast doch nicht mal zwei gleiche Socken an. Mit meiner Frau ist gerade ein bisschen schwierig. Halt deine Fresse, geh hier rüber. Ich lass dann die Frau los. Los, komm rüber. Rüber. Nur damit du keine Scheiße baust. Bau keine Scheiße! Baust keine Scheiße, halt deine Fresse! Los! Gut! Los, hab ich gesagt! Hinsetzen und Schnauze halten! Scheiß Bullen, die denken, die können uns verarschen! Diese Mongos! Du sollst dich hinsetzen! Du Pavianarsch! Fuck, Alter! Zieh die scheiß Maske aus, Mann! Zieh die scheiß Maske aus, du Kasper! Schuh, Herr Salami! Schuh! Schalmuta, ihr Bumpty! Schuh, ich sag dir! Komm, Mann! Vom World Trade Center zu einem Wettbüro, ne? Ist ja der Terrorismus ziemlich in der Sackgasse. Hey! Halt die Fresse! Keiner quatscht! Was? Terrorismus? Das ist ein Überfall, okay? Ich bin Syrer, das ist ein Bulgar und das ist ein Deutscher. Keine Terroristen, okay? Okay. Spacker, du! Globalisierung, ne? Ich verhandle nicht, das ist klar? Ja? Okay. Jens! Wer ist Jens? Du sollst Valerie vom Ballett abholen. Ist der alt oder was? Hey, das sind die Bullen. So, pass mal auf, ich verhandle nicht lang, okay? Ich will eine 500.000 und ein geiles Auto. Kein Chinesen oder kein Japaner, ist das klar? Wir haben 2 Millionen gesagt. 2 Millionen haben wir gesagt. Wo ist der Geldtransporter? Wo ist der scheiß Geldtransporter? Sag mir das. Hey, reiß mich nicht an, okay? Telefoniert doch selber. Ich muss jetzt überlegen. Du Scheiß. Ich würde gar kein Geld verlangen. Oh, du halt einfach deine Fresse, Mann. Das weiß doch jeder, das guckt dir denn kein Fernsehen. Das Geld ist immer irgendwie markiert. Die brauchen Stunden, bis sie hier sind. Bis dahin sind da draußen 3 Sondereinsatzkommandos. Ihr kriegt Hunger, ihr werdet müde, ihr macht einen Fehler und dann zack ist das Ganze hier durch. Seht ihr, momentan steht da draußen nur Hendrix mit 6 Männchen. Aber Herr Hendrix wird das Ding hier alleine durchziehen. Er will immer alles alleine machen. Er hat ein Autoritätsproblem. Er macht immer alles alleine. Ja? Ihr habt durchaus die Möglichkeit, jetzt noch hier zu verschwinden. Ihr bestellt Hendrix Bus. Der ist nicht schick, der ist gepanzert, da passen alle Geiseln rein. Wer hat da noch ein scheiß Handy an? Das ist meins. Ich geh schnell. Und ich will den Mann da hinten austauschen gegen eine Frau. Was hier fehlt, ist eine junge, attraktive Frau. Das, nichts gegen Sie, also nicht direkt, aber das hilft in der Tagesschau. Kennen Sie Gladbeck? Wenn Sie da mit einer hübschen... Oh, das ist meine Frau. Hallo, Lena? Du bist gerade ganz schlecht. Ich bin gerade Geisel. Ja. Gerne Geisel. Bist du bescheuert, sag mal? Bist du bescheuert? Entschuldigung. Okay, tut mir leid. Aber noch mit einer attraktiven Frau. Da können Sie später vielleicht die Filmrechte. Halt's Maul! Halt einfach das Maul! Hast du mich verstanden? Was gibt's denn? Die wollen den Bus. Keine schlechte Idee, ne?
Ist noch was? Ja, die wollen dich. Dafür geben sie uns noch eine Geisel. Kerstin, das ist allein deine Entscheidung. Wieso musstest du den nicht ausziehen? Halt's Maul! Nein, nein, wir gehen hier rein, durch dieses Fenster. Seht zu, dass ihr Blendgranaten aufgreift. Wir treffen uns am Notausgang. Wir sollten das SEK holen. Das ist eine Nummer zu groß für uns. Auch kein scheiß SEK! Wenn der Kurzen dann irgendwas passiert, dann dreh ich durch. Ey, wieso dauert das so lange mit dem Bus? Wenn das Ding nicht in 10 Minuten da steht, dann haust du deine Leute um, hast du verstanden? Das war eine scheiß Idee mit dem Bus. Du willst mich ficken, oder? Nichts könnte mir ferner liegen. Halt die Schnauze, Mann, halt einfach die Schnauze! Hast du eigentlich irgendeinen Plan oder sitzt du hier nur rum? Natürlich habe ich einen Plan. Ich will das. Also strategisch gesehen ist es wichtig, dass. Herr Gott, nochmal ist meine erste Entführung. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte erstmal Vertrauen gewinnen. Das ist immer gut. Und weil ich das mit der Sirene verbockt habe, habe ich gedacht. Ich habe gar nichts gedacht. Ich bin kurz vor dem Herzinfarkt für meinen Puls. Ich habe in einer halben Stunde eine Verabredung mit einem Typen, der sich dauernd beschwert, dass ich wegen meinem komischen Job nie Zeit habe. Und jetzt sitze ich hier rum. Wieso sagst du nicht mein Freund? Statt mit irgendeinem Typen. Ist es der mit dem Ring? Ein paar Gefühle kannst du ruhig mal zugeben. Deshalb bist du nicht gleich wie deine Mutter. Da hast du Angst, ne? Meinst du, das ist jetzt die richtige Situation für so eine kleine Beziehungsberatung? Beruhigt mich. Mich aber nicht. Ich wollte, dass sie dich austauscht, weil ich weiß, dass mir mit dir nichts passieren kann. Du bist nämlich die Stärkste in dem Laden. Innerlich. Jetzt ruf an! Hör auf! Ich bin nüchtern. Okay, nicht nüchtern, aber klar im Kopf. Wenn ich noch einen Schluck trinke, dann denke ich, wir packen es alleine. Wir packen es aber nicht alleine. Hendrix bringt uns um, wenn wir jetzt das SEK holen. Wenn der Kleinen was passiert, so viel kann selbst ich nicht saufen. Los! Hallo? Wo ist mein Mann? Mahlzeit. Lutz, hier ist Eddie. Ich brauche Unterstützung für eine Geiselnahme. Yalla! Yalla, es geht los! Los! Alle aufstehen! Wir drei stehen in der Mitte und ihr macht einen Kreis um uns. Kapiert? Los, raus, raus, raus! Raus! Los, alle raus! Los, 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 los! Ja. Dürft ihr mir vielleicht wenigstens meine Hose wieder anziehen? Schuh, Herr Salami! Schuh! Schuh, da, ihr Bumpchen! Mach einen Kreis! Ey! Was hast du da gesehen? Nichts. Was hast du da gesehen? Was hast du gesehen? SEK drüben auf dem Dach! Hey, Tom. Wenn irgendwas passiert? Ich will dir was passieren. Ich hatte gesagt, wir rufen nicht beim SEK. Ich hatte gesagt, ich will kein SEK. Was macht ihr? Ihr telefoniert hinter meinem Rücken. Nicht okay, gar nichts ist okay. Völliger Blödsinn. Ist da. Mach doch, was ihr wollt.